Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Anmeldung zu unserem heutigen Webinar Fehlerteufel beim Ausrichten – Einfluss von Störfaktoren. Wir freuen uns erstmal sehr über den großen Andrang bei unserer Webinarserie insgesamt. Wir sind jetzt im Part 2 diese Woche, nächste Woche startet Part 3. Mein Name ist Florian Herzog, ich leite den Sales Support in unserem Headquarter in Ismaning. Das Webinar hält heute der Herr Marco Boetius, an den ich dann auch gleich übergeben werde. Zum Schluss wird Zeit für Fragen bleiben, welche Sie mir gerne während dem Webinar im privaten Chat stellen können. Also Sie können mir die zukommen lassen, und zwar ganz einfach, indem Sie rechts oben in Ihrem Bildschirm auf den kleinen roten Pfeil drücken und dann im Chat mich, Florian Herzog, beziehungsweise mich als Organisator auswählen und mir gerne eine Frage zukommen lassen, die ich dann im Laufe des Webinars dem Herrn Boetius zukommen lasse. Schreiben Sie mir die gerne, dann werden wir die zum Schluss beantworten. Und in dem Sinne übergebe ich jetzt an den Herrn Boetius. Viel Spaß, viel Erfolg, danke, bis später. Ja, hallo nochmal erstmal. Ich möchte auch nochmal ganz herzlich begrüßen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Weiß ich nicht, ob auch Damen dabei sind. Wir haben ja in der Instandhaltung meistens doch mehr mit Frauen, mit Männern zu tun. Mein Name ist Marco Boetius. Ich möchte Ihnen heute ein bisschen was zum Thema Störfaktoren beim Ausrichten erzählen. Grundsätzlich würde ich vorab ganz kurz mal meine Kollegen und mich vorstellen. Also Sie haben am Anfang den Herrn Herzog gehört, den Herrn Florian Herzog, der ist bei uns der Teamleiter im Vertrieb Innendienst und, sage ich mal, bei uns der wichtigste Mann, was jetzt das gesamte Management unserer, sage ich mal, Auftrags- oder Angebotserstellung angeht. Mein Name selber ist Marco Boetius. Sie sehen mich hier im unteren Bereich. Ich bin angestellt bei der Prüftechnik Condition Monitoring als Vertriebsingenieur und zuständig vom Technischen Büro Dresden für unseren Kundenstamm, sage ich mal, der im südlichen Teil der neuen Bundesländer liegt und auch, sage ich mal, ein Teil noch, was jetzt im südlichen Bereich von Niedersachsen ansässig ist. Allgemein bin ich angestellt und auch der Herr Herzog bei der Firma Prüftechnik Condition Monitoring. Wenn wir das Ganze anschauen, ist die Prüftechnik seit letztes Jahr ein Bestandteil der Flugreliability oder Flugreliability. Das ist praktisch eine Geschäftsübernahme gewesen im letzten Jahr und die Firma Flug hat sich in dem Bereich eine ganze Menge vorgenommen und Ziele in der Instandhaltung, also ein komplettes Programm anzubieten, was sich aus, sage ich mal, Hardware, aus Software und aus Management bezieht und mit einer speziellen, sag ich mal, Plattform, die sich dann Excelix nennt, mit der man also sämtliche Messsysteme über eine entsprechende Software verbindet mit Asset Management Solutions und auch über die gesamte Cloud-Anbindung, die jetzt Flug anbietet. Das heißt, ich bin nach wie vor, wer uns kennt oder wer die Firma Prüftechnik kennt, Ihr Ansprechpartner. Wir wiederum gehören aber zur Firma Flugreliability. Entschuldigung. Flugreliability ist wiederum Teil der Fluggruppe. Das heißt, Flug kennt sicherlich jeder irgendwie aus dem Bereich der Messinstrumente. Ist die weltweite Nummer eins, was jetzt industrielle Präzisionsmessinstrumente angeht. Und das Ziel des Unternehmens ist die Unterstützung der Instandhaltungs- und Reliability-Manager in Unternehmen. Flugreliability selber als Bereich der Firma Flug hat 910 Angestellte. Wir haben 70.000 Kunden und sind aktiv mit 24 Niederlassungen und in 20 Ländern vertreten, beziehungsweise als Vertretung dann in 70 Ländern. Ja, das war so ein bisschen zur Vorstellung allgemein zu meiner Person und auch zu unserem Unternehmen. Ich möchte Ihnen ein bisschen was heute erzählen zum Thema Störfaktoren beim Ausrichten, Fehlerteufel, die sich einschleichen können. Das ist natürlich nur, sag ich mal, ein kurzer Einblick in die gesamte Thematik Wellen ausrichten. Was habe ich mit Ihnen vor? Am Anfang möchte ich Ihnen ein bisschen was oder zwei, drei Folien zeigen zum Thema Wellen ausrichten. Warum muss ich das überhaupt machen? Was ist das Problem, wenn ich nicht genau ausrichte? Also zwei, drei Grundlagen, die halt erstmal wichtig sind. Danach geht es auch gleich dann in den Bereich Störfaktoren beim Ausrichten. Welche Störfaktoren können auftreten? Wie kann man diese erkennen? Und zum Schluss natürlich auch, wie kann man diese
eliminieren bzw. während des Ausrichtens oder während des Messprozesses reduzieren. Das ist jetzt praktisch so der Fahrplan für die nächsten 35 bis 45 Minuten. Der Herr Herzog hatte schon kurz angesprochen, wenn Sie Fragen haben, können Sie diese schriftlich per Chat einreichen bzw. eingeben. Und die würden dann auch mir zugewiesen werden. Der Herr Herzog sammelt die so ein bisschen, dass nicht dreimal die gleiche Frage kommt. Und die werden mir dann zugesendet und ich kann Ihnen dann entsprechend auch Antworten geben. Schauen Sie drauf, wenn Sie in diesem Chatfenster sind, dort steht nicht Florian Herzog, da steht Prüftechnik Sales Team Organisator. Also an die Person könnte man dann entsprechend die Nachricht senden, die Fragen senden, wenn irgendwelche Fragen auftreten. Okay. Gehen wir los. Thema Ausrichten ganz allgemein. Die erste Frage, warum muss ich überhaupt ausrichten? Das Erste, was natürlich wichtig ist, wir müssen wissen, was verstehen wir jetzt in der Instandhaltung im Bereich der Maschinenbetreuung unter Ausrichten? Und da ist die Definition, sage ich mal, wir wollen, dass die Wellen oder dass die Drehachsen der beiden Wellen der zwei Aggregate zueinander unter Betriebsbedingungen in Flucht stehen. Das heißt also, wir wollen nicht irgendwie irgendwelche Oberflächen zueinander ausrichten, sondern Webcam durch Organisator angehalten. Okay. So, ab jetzt sehen Sie mich nicht mehr. Ich hoffe, Sie verstehen mich trotzdem noch. Also wie gesagt, warum wollen wir ausrichten? Das erste ist halt die Definition des Ausrichtens. Drehachsen müssen unter Betriebsbedingungen fluchten. Das heißt, mit jedem, sage ich mal, Ausrichtsystem versuche ich, dass die Drehachsen meiner beiden Aggregate zueinander in Flucht stehen, dass also die Kraftübertragung wirklich von der einen Drehachse zur anderen zentral erfolgt. Warum ist das so wichtig? Das hat praktisch seine Ursache darin, dass wir, durch eine schlechte Ausrichtung eine gewisse, sage ich mal, Probleme mit unseren Anlagen zeitiger bekommen als vielleicht notwendig. Ja, das erste Problem, was ich habe, ist, wenn ich eine nicht optimale Ausrichtung habe, dass die Schwingstärke der Maschine sich erhöht. Das ist klar, kann man sich vorstellen, wenn ich zwei Drehachsen zueinander bringe, die nicht optimal fluchten, entstehen halt zusätzliche Kräfte auf die Wellen, die dann wiederum die Maschine zum Schwingen bringen. Das kann man, sag ich mal, mit Schwingstärke-Messsystemen, die wir auch in der Prüftechnik selber herstellen, ganz gut erkennen. Wer dann ein bisschen in die Analyse reingeht, wird sogar erkennen, dass man da auch bestimmte Frequenzbereiche, konkret meistens die erste und die zweite Drehfrequenz erkennt. Und diese Schwingung natürlich oder diese Rückstellkräfte, die zu dieser Schwingung führen, führen natürlich auch mittelfristig dann zu einer deutlich oder führen die gesamte Zeit schon zu einer erhöhten Lagerbelastung. Diese Lagerbelastung wird natürlich auch das Lager nicht ganz so lange laufen lassen oder leben lassen, wie man sich das vielleicht wünscht oder wie es vielleicht angegeben ist. Ein weiteres Problem haben wir jetzt gerade im Bereich der Pumpen, dass ich also durch diese leichte Schrägstellung der Welle, durch diese Rückstellkräfte, die ja mehr oder weniger in radialer Richtung erfolgen, eine zusätzliche Belastung der Dichtung habe. Also der Dichtungsverschleiß ist auch ein ganz großes Thema, wenn es um Ausrichten geht. Deutliche Reduzierung bei schlechter Ausrichtung. Und in den letzten Jahren noch immer mehr, zum wichtigen Kriterium geworden beim Ausrichten ist auch der Energieverbrauch. Durch eine, sage ich mal, nicht optimale Ausrichtung der Maschinen habe ich halt diese Rückstellkräfte auf die Aggregate. Es wird zusätzlich Sachen erwärmt, es werden Teile erwärmt, die Lager werden wärmer, die Dichtung wird wärmer, Kupplung wird wärmer. Klar, mechanische Arbeit. Und diese Energie, die ich für diese Erwärmung erbrauche, muss ich natürlich irgendwo herholen. Das heißt, die Antriebs- oder die Leistungsaufnahme meines Antriebsaggregates erhöht sich dadurch. Wie kann ich das Ganze, sage ich mal, reduzieren, diese Problemchen, die durch die schlechte Ausrichtung entstehen? Dazu gibt es verschiedene Methoden, sage ich mal, die Methode Nummer 1 und auch sehr verbreitet zum Ausrichten von Wellen oder in dem Fall eigentlich besser zum Ausrichten von Kupplungen, ist das H-Lineal in Verbindung mit Spion- und Fühlerlehre. Ein klassisches mechanisches Verfahren, auch, sage ich mal, ein sehr etabliertes Verfahren, bei dem ich dann doch, wenn die Bedingungen optimal sind, die Maschine schon relativ gut hinstellen kann. Man muss allerdings
beachten, dass ich zum einen natürlich extrem abhängig bin von der Oberfläche, die ich ausrichten will. Das heißt, die Kupplungsoberfläche darf keine Farbe drauf sein, darf kein Rost drauf sein. Die müssen gleich groß sein, die dürfen keinen Rundlauffehler haben und so weiter. Das heißt, mit dem H-Lineal bekomme ich eine gute Ausrichtung hin, im Rahmen gewisser Grenzen natürlich. Aber ich bin auch sehr stark eingeschränkt davon, was ich mechanisch überhaupt gegeben habe. Man sagt so, mit dem H-Lineal kann ich, wenn ich mit dem menschlichen Auge aus der normalen Entfernung bei optimalen Bedingungen ungefähr ein Zehntel Millimeter noch erkennen mit dem Auge, und sage ich mal, genauer werde ich dann natürlich auch nicht ausrichten. Aber ein Zehntel Millimeter ist eine recht gute Größe, die, wenn ich es realisieren kann, durchaus meiner Maschine schon gar nicht, sage ich mal, so schadet. Wenn es ein bisschen genauer sein soll oder vielleicht auch ein bisschen so interessanter, was jetzt Anwendungsbereiche angeht, dann kann ich mit der Messuhr arbeiten. Mit der Messuhr kann ich sehr genau Messwerte aufnehmen. Ich kann also auch mit Zahlen mir darstellen, wie genau meine Ausrichtung erfolgt. Was man bei der Messuhr hat, ich habe halt eine Skalierung bei guten Messuhren vom Hundertstel Millimeter und könnte theoretisch damit auch, sage ich mal, so genau ausrichten, dass es für meine Anlage ausreicht. Das Problem ist halt bei der Messuhr, dass ich doch recht abhängig bin von gewissen mechanischen Problemen, die sich einschließen können. Ja, da sind also, Sie sehen es selber, wenn man sich hier diese Zeichnung anschaut, bei dem Doppelradialverfahren hier zum Beispiel, habe ich zwei Messuhren, die mit einem Messuhrgestänge auf die entsprechenden Kupplungshälften schauen oder drücken. Und das Ganze ist natürlich ein mechanisches System, das hier doch Sachen, die so ein bisschen wackeln können und so weiter, kleinste Fehler reinbringen. Und sage ich mal, das Hauptproblem bei der Messuhrmessung ist die Länge des Messgestänges. Je länger diese Stange wird, desto mehr habe ich halt einen gewissen Durchhang der Uhr. In dem Fall die obere Uhr hier, wenn man das so sieht, drückt mehr rauf als nötig. Die untere hängt ein Stückchen runter. Das heißt, die Messwerte sind nicht wirklich hundertprozentig das, was ich eigentlich messen würde bei einer idealen Konstruktion. Profis wissen das. Es gibt viele, die wirklich mit der Messuhr absolut perfekt ausrichten können, wo man auch absolut nichts dagegen sagen kann. Da muss ich halt berücksichtigen, dass ich diese Messuhrgestänge, Durchhang und auch andere mechanische Probleme entsprechend gegenrechne, beziehungsweise dass ich weiß, dass ich darauf achten muss. Und die dritte, sage ich mal, Ausrichtmethode, die wir auf dem Markt haben, ist die laseroptische Ausrichtung. Das heißt, letztendlich ist die laseroptische Ausrichtung nichts anderes als die Messuhrmessung, nur dass man die ganzen mechanischen Eigenschaften, die ich hier durch so ein Messuhrgestänge habe, diesen Durchhang, dieses Wackeln, diese, sag ich mal, instabilen Konstruktionen, die dann bei längeren Strukturen existieren können, ersetze durch einen Laserstrahl, der ja nahezu keinen Durchhang hat. Das heißt, dieser Lichtstrahl wird mechanisch wenig Einfluss haben. Die laseroptische Ausrichtung ist die, sage ich mal, in der Hinsicht die einfachste Geschichte, weil ich da relativ unabhängig bin oder absolut unabhängig davon bin, wie die Oberflächen meiner zu messenden Anlagen aufgebaut sind. Also ich habe keine Probleme mit Rost, mit Farbe, mit unterschiedlichen Kupplungsgrößen oder mit sehr großen Entfernungen und so weiter. Wir als Hersteller von Lasermesstechnik versuchen natürlich, jeden zu überzeugen, dass er in dem Bereich auf Technik setzt mit dem Laserstrahl. Aber wie gesagt, auch die Messuhr ist ein sehr, sehr genaues Messmittel, wenn man die entsprechenden Probleme betrachtet. Bisschen aufpassen hier bei dieser Folie. Das ist eine Marketingfolie. Das sieht so ein bisschen aus. Auflösung der Lasermesstechnik, die liegt bei einem Tausendstel Millimeter. Das ist richtig. Allerdings in der Messtechnik redet man in der Regel mehr von der Genauigkeit. Und wir haben bei der Lasermesstechnik, zumindest jetzt in unserem Unternehmen, bei eine Auflösung von einem Mikrometer, also einem Tausendstel Millimeter. Das hat vor allem die Ursache darin, dass wir eben mit sehr großen oder mit sehr kleinen Drehwinkeln versuchen, trotzdem eine Gesamtdrehung zu interpolieren und dann auch, wenn ich nur wirklich, sage ich mal, 60, 70 Grad die Welle drehe, schon eine sehr genaue Ergebnisdarstellung haben. Ja, also man kann nicht sagen, dass ich mit dem Lasermesssystem, jetzt Standard-Laserausrichtsystem, auf ein Tausendstel Millimeter genau ausrichte. Das ist immer ein bisschen abhängig von den Bedingungen und von dem Messvorgang. In der Regel ist ein Hundertstel Millimeter die, sag ich mal, praktisch erzielbare Genauigkeit. Ja, gehen wir ein bisschen ins Thema rein. Störfaktoren beim Ausrichten. Das heißt, ich will Ihnen ein bisschen was sagen. Was kann meine Ausrichtung
sag ich mal, beeinflussen, negativ beeinflussen. Ich werde mich da hauptsächlich auf das Ausrichten mit einem Lasermesssystem beziehen, wobei natürlich ein Großteil der Probleme, die auftreten, auch in der Praxis mit klassischen Messmethoden erfolgen können. Wenn wir über Störfaktoren reden, wenn wir also darüber reden, dass mein Ausrichtvorgang, dass mein Messvorgang negativ beeinflusst wird, müssen wir das Ganze ein bisschen unterscheiden, dass wir zum einen Einflüsse haben, die von außen eintreffen auf meine Sensorik, auf meine Aggregate und dass wir selbstverschuldete Einflüsse haben. Dass wir also selbstverschuldete Einflüsse haben, die mir meine Arbeit erschweren, die ich aber dann in der Regel auch beseitigen kann oder wo ich zumindest weiß, wo die Ursache liegt. Das Ganze wirkt also zum einen auf den Messprozess. Das heißt, die Messwertaufnahme durch mein Messsystem oder auf mein Messmittel wird halt von außen und von mir selber beeinflusst. Und zum Zweiten habe ich natürlich auch einen Einfluss von außen und auch von mir selbst auf den Ausrichtprozess selber. Das heißt, wenn ich die Maschine ausrichte, auch da können Probleme auftreten, die, das Ausrichten erschweren. Um das Ganze ein bisschen zu detailliert zu betrachten, müssen wir das auch ein bisschen aufteilen in verschiedene Betrachtungsweisen. Das heißt, am Anfang haben wir den Einfluss von außen. Das ist, muss man wissen, bei einem laseroptischen Messsystem habe ich Einflüsse auf den Laserstrahl. Das Messen, was wir durchführen mit dem, mit einem Lasermesssystem, basiert halt darauf, dass wir einen Lichtstrahl, also in dem Fall einen Laserstrahl, durch ein Medium, in unserem Fall in der Regel Luft, senden und dieser Laserstrahl wird irgendwo auf der anderen Seite empfangen und ausgewertet. Und da haben wir das erste oder zwei große Probleme, die wir in der Praxis, wenn wir wirklich dann in die absolute Genauigkeitsklasse reingehen, unseren Strahl beeinflussen können. Das ist zum einen die Lichtstreuung, das heißt, dass durch Partikel in dem durchstrahlten Medium das Licht diffus wird, dass es, sich verteilt und nicht mehr so genau ankommt, wie es auch idealerweise ankommen würde, wenn ich jetzt durchs Vakuum meinen Laserstrahl senden würde. Und ein zweites Problem, was wir haben in der Praxis, sind die Lichtbrechung. Der Laserstrahl wird also, oder jeder Lichtstrahl wird beim Durchgang durch verschiedene Medien unterschiedlich gebrochen. Das ist abhängig von der Brechzahl der Medien. Die Brechzahl selbst von Luft ändert sich schon alleine in Abhängigkeit von der Luftfeuchtigkeit und auch in Abhängigkeit von der Temperatur, sodass also auch da Lichtbrechung immer irgendwie erfolgt und wir müssen halt nur wissen, wann und wie viel. Das sind so, zwei optische Hintergründe, die man ein bisschen vor Augen halten sollte, wenn wir den Einfluss von außen auf unseren Messprozess betrachten. Und um das Ganze ein bisschen zu detaillieren, habe ich in der nächsten oder in dieser Folie den Einfluss von außen mal ein bisschen aufgeteilt in optische und in mechanische Einflüsse, die jetzt auf meinen Messprozess, das heißt auf die Auswertung meiner Messung selbst oder der Messwerte, sich bezieht. Optisch haben wir da verschiedene Einflüsse. Ein Hauptproblem kann zum Beispiel sein oder ist, dass ich bei erhöhter Luftfeuchtigkeit der Laserstrahl diffus wird, dass ich halt nicht mehr den ganz genauen Laserstrahl messen kann. Sie kennen es vielleicht selber, wenn Sie mit einem Auto fahren und bei starkem Nebel, dann sehen Sie auch nicht mehr wirklich die Rückleuchten Ihres Fahrzeuges oder des vorausfahrenden Fahrzeuges, sondern Sie sehen praktisch mehr oder weniger einen verschwommenen Umriss des Rücklichtes. Gleiche Problem gilt natürlich auch bei Rauch. Das heißt, Rauch wird auch mein Licht ein bisschen diffuser wirken lassen, meine Messwerte unter Umständen verfälschen. Nächstes Problem wären Schmutzpartikel. Wenn ich also eine sehr schmutzige Luft habe, was das auch immer sein kann, wenn da irgendwelche Sachen zerhäckselt werden oder durch die Luft Kleinstpartikel fliegen, kann das zu Problemen führen bei der Messung oder bei der Messwertaufnahme. Nächste Problem wären technische Gase. Das heißt, wir hatten ja gesagt, der Brechungsindex jedes Mediums ist unterschiedlich. Und wenn zum Beispiel durch meinen Laserstrahl ein Gas, was auch immer das sein kann, sich durchbewegt, habe ich eine Brechung des Laserstrahls, eine Brechung des Lichts. Und das kann, je nachdem, welches Messsystem ich verwende,
auch sehr schnell mein angezeigtes Ergebnis verfälschen. Also Sie kennen vielleicht das Problem, wenn ich eine Flasche Spiritus öffne und so direkt am Flaschenhals sieht man dann so, wie das Methanol oder was entweicht, dann sieht man so ein leichtes Flimmern oder so ein unsauberes Bild. Das ist nichts anderes als das Licht, was durch dieses Medium, was vom Spiritus rauskommt, praktisch anders gebrochen wird. Und so passiert das natürlich auch bei den optischen Lasermessinstrumenten, dass das Licht oder der Laserstrahl verändert wird. Nächstes Problem kann sein der Einfluss von Fremdlicht. Die Prüftechnik-Messsysteme, zumindest die neuesten Generationen, haben eingebaute Filter, die als in großen Teil Fremdlicht, sag ich mal, rausrechnen. Aber auch das kann, sag ich mal, im technischen Rahmen auch nur erfolgen. Es kann durchaus sein, wenn ich extremes Fremdlicht in meinen Empfänger sende, dadurch, dass ja, sag ich mal, normales weißes Licht sämtliche Farbbestandteile enthält, kann trotzdem der rausgefilterte Bereich, was jetzt unseren Laserstrahl angeht, wir filtern das rote Licht raus in der Regel, immer noch vorhanden sein und kann mein Ergebnis leicht verfälschen. Ganz großes Problem sind auch die Thematik warme Luft oder kalte Luft. Auch das ist halt, kann mein Messergebnis verfälschen, wenn von außen oder durch den Laserstrahl zum Beispiel warme Luft durchläuft, dann kann das zu Problemen führen. Ich hatte neulich jetzt mal einen Fall in einer Papierfabrik, da ging es halt darum, eine Zwischenwelle wurde vermessen und man hatte wirklich absolut keine reproduzierbaren Werte. Das war eine gut 2 Meter lange Zwischenwelle. Und ich habe dann mit dem Kunden dann versucht, die Ursache zu finden. Und das Problem war dann wirklich, dass Papierfabrik ist ja doch, oder Papiermaschine ein bisschen größer, das Ganze. 2, 3 Etagen tiefer ging eine Rohrleitung lang, die ein recht warmes Medium befördert hat. Und von dieser Rohrleitung ist wirklich heiße Luft aufgestiegen und ist praktisch oben durch den Laserstrahl durchgedriftet und hat das Messergebnis halt, sag ich mal, negativ beeinflusst. Wir haben dann zum Schluss von unten so eine Art Papierrolle auseinandergeklappt und runtergehalten. Dann ist diese warme Luft von unten vorbei am Laserstrahl seitlich vorbeigelaufen und dann ging die Messung sofort problemlos und die Messwerte waren wieder absolut stabil und reproduzierbar. Also das ist eine Sache, dieser Einfluss auf den Laserstrahl, auf das optisch, der optische Einfluss auf das Licht, darf man nicht unterschätzen. Und auch, was mir neulich ein Kunde erzählt hat, man hatte Probleme mit Insekten. Dass man also, riesen Mückenschwärme, ich weiß jetzt nicht, wo die im Einsatz waren, irgendwo im afrikanischen Raum, man hatte sehr viele Insekten in der Luft und auch die haben den Laserstrahl, sag ich mal, so beeinflusst, dass man keine gescheiten Ergebnisse bekam, dass man also da die Bedingungen erstmal schaffen musste, um ein Ergebnis zu erzielen. Sag mal, das waren so die wichtigsten optischen Einflüsse, die auf unser Licht selber wirken. Dazu kommen natürlich noch von außen mechanische Einflüsse, die wir hauptsächlich darin haben, dass wir Schwingungen auf unseren Aggregaten haben. Das ist klar, die Messgeräte oder wir messen ja an Maschinen, wo unter Umständen eine Nachbarmaschine noch läuft. Also das heißt, Schwingungen des Laserstrahls führen natürlich auch dazu, dass der Laserstrahl in gewisser Weise mitschwingt und das Ergebnis unter Umständen immer eine Frage der Intelligenz der Sensorik auch ungenau wird. Weitere Probleme, die ich habe, mechanisch beim Messprozess, also bei der Aufnahme der Messwerte, sind mechanischer Natur dadurch, dass zum Beispiel die Kupplung verspannt ist. Wenn ich also eine sehr gespannte Kupplung habe, dann kann die Kupplung eigentlich sich nicht frei bewegen und zieht die eine Welle in die andere Richtung. Da werde ich nicht wirklich den Zustand der Drehachsen vermessen, weil ich immer eine mechanische Zusatzkraft habe. Ja, weiteres Problem kann auch sein, eine instabile Aufstellung der Maschinen, dass also das Fundament nicht wirklich stabil ist und je nachdem, wo ich mich jetzt an meinem Aggregat befinde, wird sich die Maschine ein bisschen anders hinstellen und die Ausrichtergebnisse werden dann auch nicht wirklich reproduzierbar sein. Und Problem können auch sein, dass die Aggregate selber, die ich praktisch ausrichten will, die ich auch vermessen will, gar nicht richtig festsitzen. Dass ich also zum Beispiel die Fußschrauben nicht richtig angezogen sind oder dass ich Lagerspiel an den Wellen habe. Wir wollen ja die Drehachse der Wellen messen und wenn die Welle selber sich während des Messprozesses, der ja durch eine gewisse Drehung der Welle erfolgt,
die Wellenlage sich ändert, dann kriege ich natürlich auch keine sauberen Ergebnisse und kann dann eigentlich auch nicht wirklich die Drehachse ausrichten. Ja, das sind also so die mechanischen Probleme, die wir haben. In der Summe haben wir also optische und mechanische Bereiche, die von außen auf unseren Messprozess wirken. Das ist leider noch nicht alles, weil wir haben den Messprozess auch zusätzlich noch damit, sag ich mal, eingeflossen, dass wir auch noch selbstverschuldete Einflüsse haben. Das heißt, auch wir selber können den Messprozess noch zusätzlich belasten oder stören. Da wäre zum Beispiel das eine Rauch. Klingt banal, heutzutage ist das ja nicht mehr ganz so krass mit dem Rauchen. Früher konnte man ja doch noch häufiger rauchen, aber Rauch allgemein kann natürlich auch selbst von mir erzeugt werden. Ich hatte mal einen Fall, schon ein bisschen länger her, da hat der Kunde mich angerufen und hat Probleme gehabt mit einer reproduzierten Messung. Immer wenn der Herr Schulze mit dem Messsystem gemessen hat, man hat da so in der Werkstatt sich so eine kleine Übungsmaschine aufgebaut, hat versucht dort mit dem Lasersystem halt zu messen, ist, wie gesagt, schon sehr lange her. Und immer wenn der Herr Schulze mit dem Gerät gemessen hat, gab es ein Problem, weil bei jeder Messung, er hat nichts verändert, hat der Messwert so 1/2 ab, sag ich mal, Unterschiede gehabt zu dem Messwert davor. Damals war das noch so, man hat sich die Messwerte aufschreiben müssen, da gab es noch keine digitale, sag ich mal, Speicherung der einzelnen Messungen. Und nachdem dann man gar nicht mehr weiter wusste, habe ich dann im Vertrieb halt mit dem Kunden mal vor Ort mir das Ganze angeschaut. Und ich habe es wirklich gesehen, er hat alles richtig gemacht, er hat 3-mal gemessen, jedes Mal kam 1/2 Abweichung. Das Komische war, dass ich dann mit seinem Messsystem die Messung genauso durchgeführt habe und bei mir war das alles immer auf 1/200 identische Messwerte. Wir hatten dann auch andere Messgeräte eingesetzt und immer wenn der Herr Schulze mit den Geräten gearbeitet hat, war es dann so, dass die Messwerte jedes Mal ein bisschen abgewichen haben. Okay, kurze Rede, langer Sinn oder andersrum, lange Rede, kurzer Sinn. Das Ergebnis war, der Herr Schulze hat halt geraucht und immer wenn er während der Messung oder wenn er die Maschine gemessen hat, hat er seine Zigarette vorher in den Aschenbecher gelegt, der direkt vor dem Aggregat stand, vor dieser Übungsmaschine. Und der Rauch der Zigarette ist halt durch den Laserstrahl gewandert und immer wenn ich gemessen habe, hat er halt dann 1-2 Meter neben mir gestanden, hat seine Zigarette geraucht und da hat das keinen Einfluss mehr gehabt. Ja, also wichtig ist mir, dass ich so ein bisschen mit offenen Augen beim Ausrichten durch die Welt gehen und wissen, dass eine Menge Einfluss auf mein Ergebnis nehmen kann und ich auch selber Sachen wie zum Beispiel das Rauchen oder allgemein Rauch mein Problem verstärken kann. Das gleiche gilt für warme und kalte Luft. Wenn ich also einen sehr kalten eine Maschine ausrichte, kann es, wie gesagt, je nach, sage ich mal, Sensorik oder nach Alter des Messsystems oder nach Intelligenz des Messsystems auch Einfluss auf den Mess, auf das Messergebnis haben, indem ich warme Luft durch den Laserstrahl sah. Und das ist zum Beispiel auch Atemluft. Ja, also wenn ich bei, -5 Grad im Ausrichten bin, dann kann ich natürlich mit meiner, 35 Grad heißen Luft doch schon ein ganz anderes, Brechungsverhalten des Lichtes realisieren und es wird Messfehler bringen. Ja, wie wir das Ganze, gegensteuern können, da gehen wir später noch drauf ein. Drittes Problem wäre Fremdlicht. Das hat ein Kollege mir erzählt, was er neulich bei einem Kunden bei sich hatte, dass halt nicht nur, ein Lichtstrahler, der von außen auf meine Sensorik wirkt, Probleme haben kann, sondern in dem Fall war es so, dass man durch die Warnweste das Licht, was halt gestrahlt hat, direkt in die Sensorik reflektiert wurde. Ja, also auch das kann Probleme bringen und ist ein optisches Problem, was ich natürlich selbst verschulde. So, dann schauen wir nochmal, was mechanisch so an Zusatzproblemen auftreten kann, die ich verantworte als, Ausrichtverantwortlicher. Da haben wir zum einen natürlich da die Fehlbedienung des Messsystems, dass ich falsche Dimensionen eingebe, dass ich nicht den richtigen Messmodus wähle. Also der Messmodus ist natürlich abhängig davon, habe ich gekuppelte, habe ich ungekuppelte Maschinen, habe ich vielleicht keine drehbaren Maschinen, habe ich Kardanantriebe und so weiter. Das geht ein bisschen jetzt zu weit ins Detail. Dafür gibt es spezielle Seminare von uns und wir bieten ja auch noch weitere Webinare an, die vielleicht auf diese Bereiche noch intensiver eingehen. Was auch ein Problem, ein häufiges Problem sein kann oder was man zumindest beachten muss, ist die Montage der Sensorik. Da gibt es auf dem Markt verschiedenste
sage ich mal, technische Lösungen. Die Prüftechnik als Erfinder der Laser, sage ich mal, Messtechnik hat damals auch eine sogenannte, sage ich mal, Einstrahl-Lasertechnik patentiert. Man hat also bei allen Prüftechniksystemen immer den Vorteil, man hat nur einen Laserstrahl auf der einen Seite und auf der anderen Seite einen Empfänger, der wiederum allerdings in mehreren Ebenen messen kann, sodass wir da also auch Winkelauflösungen sehr hoch messen können. Es gibt natürlich auch Sensoriken, die, sag ich mal, auf beiden Seiten einen Laserstrahl haben, auf beiden Seiten einen Empfänger. Wichtig ist bei allen Lösungen, die Messtechnik muss wissen, auf welcher Seite steht der Laser, steht der Empfänger, beziehungsweise steht die, sag ich mal, wenn ich jetzt ein anderes System habe, die Sensoriken. Das Besondere ist jetzt bei der Messung auch mechanisch, was Probleme führen kann durch die Sensorik. Bei größeren Abständen oder auch bei sehr stark fehlausgerichteten Maschinen kann es natürlich passieren, dass ich mechanisch nicht messen kann, weil der Laser aus dem Empfangsbereich ausdriftet. Das ist gerade bei den, sage ich mal, zwei Lasersystemen so ein kleines Problem, dass ich also da in der Regel eine sehr schlecht ausgerichtete Maschine gar nicht messen kann, weil der Laser eben ausdriften wird oder bei sehr großen Abständen. Bei den Prüftechnik-Messsystemen ist bei allen Systemen der sogenannte Infinirange-Modus eingebaut. Das heißt, dass ich eine Messbereichserweiterung habe. Das heißt, wenn der Laser wirklich mal aus dem Empfangs raustreffen sollte, wir haben ja nur einen Laser, kann ich das dem System sagen und drehe den Laser einfach wieder ins System rein und kann weiter messen. Ja, also auch da kann ich Fehler haben, wenn ich die Sensorik entweder falsch montiere oder nicht richtig festschraube oder wenn ich in dem Bereich feststelle, dass der Laser aus dem Empfangsbereich austrifft. Und ein Problem, was auch, sag ich mal, auch mir, sag ich mal, in meinen Anfangsjahren doch häufig passiert ist, ist das Anfassen der Sensorik. Wenn ich also die Sensorik berühre, die Welle dabei drehe, wirklich mit einer gewissen Kraft auf meinen Sensorikgestänge, es kommt zur Torsion, zur Verdrehung der Sensorik und die Messwerte werden halt ungenau. Ja, das sind also, sag ich mal, in der Summe die achte, dann haben wir noch den vierten Punkt, die Messdurchführung. Das ist auch klar, beim Messen selber sollte ich natürlich auch sehr gewissenhaft vorgehen. Ich muss also darauf achten, dass ich die richtige Drehrichtung wähle. Bei rotierenden Maschinen nehme ich grundsätzlich die Richtung, wie auch die Betriebsdrehrichtung ist. Ich will ja den Betriebszustand mehr oder weniger abbilden und drehe halt auch immer in die Richtung, wie die Maschine sich bewegt im Betrieb dann. Ich muss auch die Drehgeschwindigkeit entsprechend anpassen. Ich kann dann nicht einfach gegenschlagen und die Sensorik durchfliegen lassen. Also langsam, kontinuierlich, nicht am Sensor anfassen. Eine ruhige Drehung der Sensorik mit dem, sag ich mal, kontinuierlichen Messverfahren bei Prüftechniksystemen zumindest, bringt auch ein sauberes Ergebnis. Okay, das waren praktisch alles Einflüsse, die wir jetzt sehen, die auf unseren Messprozess wirken. Das heißt, nur während des Aufnehmens der Messung an sich habe ich schon eine Vielzahl von Einflüssen, die mein Ergebnis verfälschen können. Wie ich das erkenne, zeige ich Ihnen später. Wir gehen aber erstmal auf den Ausrichtprozess selber. Das heißt, wenn ich meine Maschine ausrichten will, also wir nehmen an, wir haben alles richtig gemessen, die Ergebnisse sind sauber, sind reproduzierbar, meine intelligente Sensorik sagt mir, deine Messung war perfekt, dann kann ich mit dem Ausrichten beginnen und auch beim Ausrichten habe ich wieder diverse Einflüsse. Da muss man natürlich sehen, auch die möchte ich wieder in optische und mechanische Einflüsse unterteilen. Bei der Ausrichtung der Maschine habe ich zumindest bei, sag ich mal, bei modernen Lasersystemen auch ständig eine Live-Anzeige, wie sich meine Maschine bewegt. Das heißt, alles, was ich zu den Problemen erzählt hatte, hier bevor oder voran war halt Dampf, Rauch, Schmutzpartikel, technische Gase, warme Luft und so weiter, Schwingungen. Das hat natürlich auch Einfluss während des Ausrichtprozesses auf meine Maschine. Ja, die ganzen optischen Einflüsse, die wir damals hatten oder in der Folie davor, sind natürlich auch beim Ausrichten vorhanden. Auch das gleiche mechanische Einflüsse. Das heißt, auch da gilt natürlich, mechanische Schwingungen sind beim Ausrichten genauso wichtig wie beim eigentlichen Messen. Zusätzlich kommt aber noch beim Ausrichten alles, was mechanisch durch die Anlage vorgegeben ist, was mir Probleme bringen kann. Ein Hauptproblem ist der sogenannte Kippfuß. Der Kippfuß bedeutet die Stellung des Fußes zum Fundament oder zur Konsole. Und wenn der Fuß nicht richtig plan aufliegt oder wenn nicht alle vier Füße plan aufliegen auf meinem Aggregat, dann
werde ich beim Anziehen meiner Fußschrauben Probleme kriegen, um die Maschine wirklich richtig hinzustellen. Das heißt, sie wird sich immer wieder ein Stück bewegen, komme ich noch drauf zu. Weiteres Problem kann sein, die Passplatten, die sich bereits unter der Maschine befinden, entweder, dass gar keine sich drunter befinden, das ist ein Thema extra, aber eben auch, dass die Passplatten selbst verrostet sind, dass ich zu viele Passplatten habe, dass ich Farbe drunter habe. All das bringt beim Anziehen der Maschine Instabilitäten. Die Maschine wird sich beim Anziehen immer noch in irgendeine Richtung bewegen und dann Probleme machen. Nächste Problem wären Kräfte, die sich auf mein Aggregat oder die Kräfte, die auf mein Aggregat wirken. Zum Beispiel auf meine Pumpe, wenn ich jetzt Rohrleitungen habe, ich will die Pumpe zum Beispiel ausrichten, dann wird die Pumpe natürlich durch die Kraft der Rohrleitung beim Lösen der Schrauben entsprechend in eine falsche Position bewegt. Ja, oder auch am Motor, wenn jetzt das Kabel vom Motor in irgendeiner Spannung steht, auch da kann es passieren, dass sich der Motor beim Lösen der Schrauben wegbewegt und ich eigentlich nicht den richtigen Zustand habe. Gerade beim Anziehen wird er sich irgendwie noch verziehen. Das sind also auch Sachen, die ich beachten muss. Und auch ein Problem kann sein, eine instabile Aufstellung, dass halt mein gesamtes Fundament nicht wirklich stabil ist, dass die Schrauben des Motors, sage ich mal, nicht richtig angezogen sind oder dass meine Konsole an sich viel zu instabil ist, als wenn ein Mann daneben steht und sich das Ganze in irgendeine Richtung bewegt und dann praktisch auch verzieht. Ja, das wird dann beim Anziehen, steht der Motor irgendwie und wenn ich dann weggehe, habe ich dann wieder eine andere Stellung. Und auch ein Problem kann sein, was häufig vorkommt, dass ich gar nicht den Freiraum habe, meine Maschinen hundertprozentig auszurichten, dass also zum Beispiel die langen Löcher nicht lang genug sind. Ich kann den Motor gar nicht so weit drüber schieben, wie ich eigentlich müsste. Oder dass mein Motor schon auf dem Fundament steht oder zu wenig, sage ich mal, Fleisch nach unten ist, dass ich die Maschine gar nicht so weit runterstellen kann, wie ich eigentlich möchte. Auch das kann beim Ausrichten Probleme in mechanischer Natur auf den Ausrichtprozess wirken. Und wenn wir das also zusammenfassend sehen, haben wir Störfaktoren, die auf den Messprozess wirken und wir haben Störfaktoren, die auf den Ausrichtprozess wirken. Wie kann ich diese, sage ich mal, Störgrößen mit meinem Messgerät erkennen? Das ist gar nicht so einfach, beziehungsweise Sie haben es ja gesehen, es ist eine ganz schöne Anzahl an Problemen, die auftreten können, die mein Messergebnis verfälschen können. Und grundsätzlich kann man sagen, ich beziehe mich jetzt ein bisschen mehr auf Prüftechnik, Messsysteme. Das heißt, alles, was ich Ihnen an Screenshots und so weiter zeige, sind Messsysteme aus dem Hause Prüftechnik, unsere aktuellsten Messsysteme, das Optaline Touch und das Rotaline Touch. Und wichtig wäre bei der Beurteilung meines Messprozesses, dass ich wirklich die Reproduzierbarkeit meiner Messergebnisse überprüfe. Man sollte nicht anfangen mit Ausrichten, bevor man nicht sichergestellt hat, dass die Messung wirklich fehlerfrei erfolgt. Dafür gibt es im System zum einen eine, Ergebnistabelle. Sie sehen jetzt hier den Screenshot unseres aktuellen Lasermesssystems Optaline Touch. Und wir haben hier eine Messtabelle, die mir also wirklich sagt, wie ist die erste Messung, wie ist die zweite Messung erfolgt. Und zusätzlich gibt es bei den, neueren Messsystemen aus unserem Hause auch einen sogenannten Qualitätsfaktor, der nicht nur die eigene Reproduzierbarkeit vergleicht, sondern auch noch ganz andere Sachen berücksichtigt, zeige ich Ihnen dann noch kurz. Und bei, unseren High-End-Systemen ist sogar noch zusätzlich eine mitdenkende Sensorik, die also noch ein paar Sachen mehr auswertet, eingebaut. Also in der Praxis kann man also sagen, ich muss erst einmal eine Messung durchführen, die wirklich saubere Ergebnisse liefert. Wenn ich bei jeder Messung ein anderes Ergebnis habe, brauchen Sie nicht weitermachen, weil er berechnet ja anhand dieser Ergebnisse auch die Korrekturwerte meiner Füße. Und wenn Sie jedes Mal andere Korrekturwerte erhalten, ist es klar, Sie legen dann irgendwas unter, messen nach und können die Hälfte wieder rausnehmen. Kennt sicherlich jeder das Problem. Also wenn wir uns anschauen, während des Messprozesses hier, dieser Bildschirm, den wir hier sehen, dieser Screenshot eines Messsystems von uns, zeigt zum Beispiel nur einen Qualitätsfaktor von 55%. Und auch die beiden Messwerte sind nicht wirklich reproduzierbar. Ja. Hier haben wir zum Beispiel, ist der zweite Wert nur halb so groß wie der erste, sind fast schon 1/10 Millimeter Abweichung während der Messung. Da brauche ich nicht weitermachen. Ja. Man muss also versuchen, den
das Messergebnis wirklich in den Qualitätsbereich nahe 100% zu bekommen. Das sieht man jetzt hier auf dem rechten Bild. Hier hat also derjenige, der mit dem Gerät gemessen hat, absolut saubere Messwerte erhalten. Er hat insgesamt die Sensorik sehr weit gedreht. Vielleicht war das auch der Grund, warum er hier in diese 100% reingekommen ist. Aber man sieht eben, er hat dreimal gemessen und hat dreimal identische Messwerte aufgenommen. Das heißt, die Messbedingungen waren optimal oder er hat die Messbedingungen halt so optimal gemacht, dass er halt erstmal die ganzen Ursachen beseitigt hat, die Einfluss hatten. Und man sieht, das war ja ein Hundertstel Abweichung mal hier an der Stelle. Ja, ansonsten waren die Werte hier auch mal ein Hundertstel. Ansonsten waren die Werte wirklich absolut sauber. Und der Qualitätsfaktor der Sensorik oder des Messsystems hat mir auch gesagt, damit kannst du arbeiten, damit kannst du ausrichten. Und was ich dir berechne fürs Ausrichten, stimmt auch. Ich wollte ganz kurz noch mal ein bisschen detaillierter reingehen. Das ist also in den Messsystemen so, bei den Prüftechnik-Messgeräten zumindest wird der gesamte Arbeitsprozess als Messtabelle hinterlegt. Da wird also sämtliche Messwerte abgespeichert. Der Qualitätsfaktor wird aufgezeichnet. Die Standardabweichung der einzelnen Messpunkte auf einer, sag ich mal, geht ein bisschen weit ins Detail rein, auf einer Ellipse, die praktisch messtechnisch erfasst wird. Und wenn man das Ganze anschaut, wird auch zusätzlich noch, sieht man jetzt hier nicht auf dem Screenshot, wird auch noch Datum und Uhrzeit, mit welcher Sensorik gemessen wurde, alles protokolliert. Zu diesem Qualitätsfaktor, den ich vorab angesprochen hatte, kann man sagen, ich sagte ja da gern nicht nur die Abweichung der einzelnen Ergebnisse rein, sondern da wird eine ganze Menge an Faktoren von unserer Sensorik berücksichtigt, um wirklich zu sagen, du hast alles richtig gemacht, beziehungsweise um zu sagen, das und das ist falsch. Das musst du besser machen. Also unsere Geräte zeigen dann auch an, wenn ich zum Beispiel zu schnell gedreht habe oder wenn ich zu starke Schwingungen auf meiner Anlage habe. Unsere intelligente Sensorik jetzt in dem, sag ich mal, High-End-Bereich ist sogar so intelligent, dass sie zum Beispiel bei der Schwingung entsprechend Schwingstärken oder Schwingungen gegenrechnet zu dem eigentlichen aufgenommenen Messwert. Also da kann man dann auch schon viel, sag ich mal, mathematisch oder messtechnisch verfeinern und trotzdem bei schlechten Bedingungen noch ein gutes Ergebnis bekommen. Okay, das war also die Sachen, was das Messergebnis selbst beeinflussen kann. Aber wir haben noch ein zweites Problem. Das Problem der Störgrößen auf die Maschine selber, auf die Aggregate, die ich ausrichten möchte. Und dazu gibt es auch in unseren Messsystemen zwei wichtige Bildschirme, die man, sag ich mal, erst mit der Zeit wirklich lieben lernt. Ich habe am Anfang diese Kippfußmessung, sag ich mal, zum Beispiel total unterschätzt. Aber diese Kippfußmessung gibt mir eben an oder zeigt mir, habe ich bei der Maschine mechanische Probleme mit der Aufstellung. Kippfußmessung wird durchgeführt, indem jeder einzelne Fuß mal kurz, die Fußschraube kurz gelöst wird und wieder angezogen wird und das System misst praktisch, inwieweit dort Fehler auftreten. Hier in dem Fall hat also der Fuß rechts unten sich um 1,5 Zehntel, sag ich mal, bewegt. Und das wird mir angezeigt. Das heißt, solange ich diese Kippfußmessung mit diesem Smiley nicht im guten Bereich habe, werde ich beim Ausrichten Probleme bekommen. Es wird nicht so einfach gehen, wie es vielleicht in irgendeinem tollen Prospekt drinsteht. Und ein zweites Hilfsmittel bei der, sag ich mal, Betrachtung des Ausrichtzustandes oder der Betrachtung von Fehlereinflüssen beim Ausrichten ist der in unseren Systemen eingebaute Live-Bildschirm beim Ausrichten selber. Das heißt, wenn Sie die Maschine bewegen und auch wenn Sie die Fußschrauben wieder anziehen, sehen Sie, wie sich die Maschine horizontal und vertikal praktisch noch beim Anziehen verändert. Ja, das nützt Ihnen ja nichts, wenn Sie die Maschine wenn die Fußschrauben locker sind, richtig hinstellen. Und wenn Sie dann die Fußschrauben anziehen, wird sie in irgendeine Richtung wandern. Spätestens dann erkennen Sie halt auch, Sie haben ein Problem. Sie haben mechanische Probleme beim Anziehen der Maschine. Klappt das halt nicht, dass sie richtig steht. Ja, was da besonders wichtig ist, dass auch die Sensorik für diesen Prozess so steht, dass sie nicht während der Messung wegkippen kann oder dass man irgendwo dagegen stößt. Bei den Prüftechnik-Messsystemen ist es so, Sie können den Sensor und auch den Empfänger, den Laser in jede beliebige Richtung stellen, in jede beliebige Position. Also, dass man den vielleicht wirklich senkrecht nach oben oder ideal nach unten stellt oder an eine Position, wo er halt wirklich sauber steht, dass keiner dagegen stoßen kann oder dass er nicht wegdreht. Ja, wie kann ich diese ganzen Probleme
beseitigen. Das ist klar, manche Sachen kann ich nicht beseitigen, aber eine Vielzahl der Probleme kann ich durchaus angehen. Und da kommen wir zum Thema Reduzieren von Störgrößen. Auch hier wollte ich wieder aufteilen. Zum einen, wie kann ich den Messprozess an meiner Anlage verbessern, um trotz, sage ich mal, Fehlereinflüssen von außen, die ich ja unter Umständen gar nicht beseitigen kann. Ja, ich kann nichts machen, wenn ich ein bisschen Luftfeuchtigkeit habe oder wenn ich ein bisschen Nebel habe oder wenn es, weiß ich nicht, Rauch oder was vorhanden ist. Aber ich kann mit meinem Messgerät noch eine ganze Menge, sage ich mal, rumspielen, um vielleicht trotzdem ein gutes Ergebnis zu erzielen. Das Erste, was man wissen sollte, ich zeige Ihnen mal einen Screenshot eines Messbildschirms unserer aktuellen Systeme. Normalerweise erfolgt die Messung an Aggregaten, die jetzt gekuppelt sind und die auch drehbar sind, über den sogenannten kontinuierlichen Messmodus oder auch Speed Mode genannt. Das heißt, ich drehe die Sensorik in irgendeiner Position um 60 Grad oder mehr und erreiche oder erhalte dann ein Ergebnis. Wenn ich merke, die Ergebnisse sind ungenau oder mein Qualitätsfaktor ist relativ schlecht, dann kann ich natürlich erstmal versuchen, diesen Drehwinkel zu erhöhen, dass ich nicht nur 60 Grad drehe, sondern vielleicht, weiß ich was, 180 Grad oder vielleicht sogar einmal komplett rumdrehe. Umso mehr habe ich natürlich Stützstellen, umso mehr hat unsere intelligente oder unsere Sensorik oder unsere Software Zeit oder Punkte, umso mehr Punkte hat man, um das Ergebnis stabil zu berechnen. Und wenn das alles nicht hilft, während mit der kontinuierlichen Messung, empfiehlt es sich, auf ein anderes Messverfahren zu wechseln. Es gibt zusätzlich zu unserem, sag ich mal, patentierten kontinuierlichen Messmodus auch noch das Messverfahren Mehrpunktmessung oder Multipointmessung. Und die bezieht darauf, dass wir praktisch nicht während der Drehung messen, sondern dass wir die Sensorik in einzelne Messpositionen stellen. Der große Vorteil ist darin, es dauert natürlich länger, aber der Vorteil ist, dass ich in dieser Messposition mehr Zeit habe zu messen. Das heißt, wenn ich normal drehe, habe ich natürlich für jede Winkelposition nur ein ganz kurzes Zeitintervall, um zu messen. So kann ich die Sensorik in einen bestimmten Punkt stellen und kann auch mit einer sehr langen Mittelung sehr genau messen. Das war also in der Praxis, oder auch ich mache das in der Regel, wenn ich merke, die Werte sind instabil, kann ich mit der Mehrpunktmessung in verschiedenen Positionen doch deutlich bessere Werte erzielen. Das kann ich dann so weit fortsetzen, dass ich die Mehrpunktmessung zum einen in, sage ich mal, nicht nur in 3 oder 5 Punkten messe, sondern dass ich mir vielleicht 8 oder 9 Punkte setze und zusätzlich noch den Winkel zwischen diesen einzelnen Punkten relativ hoch wähle. Und man kann auch an den Messsystemen die Mittelungszeit, die jetzt eigentlich automatisch bei den ganz neuen Systemen erfolgt, sage ich auch manuell entsprechend ändern, dass man wirklich sagt, okay, in jeder Position sollst du, dass ich zum Beispiel 5 Sekunden lang messen, dann wird ein sehr sauberer Mittelwert genommen, selbst wenn die Maschine gewisse Schwingungen hat oder wenn ich, sage ich mal, ein bisschen diffuses Licht dazwischen habe, zwischen dem Laserstrahl. Durch diese lange Messzeit ist auch eine große Chance, einen sehr stabilen Mittelwert zu berechnen. Dann werden auch die Werte wieder stabil und der Qualitätsfaktor wird besser. Das heißt also, beim Messen kann ich mit technischen Hilfsmitteln, mit dem entsprechenden modernen Lasermesssystem sehr genau oder sehr gut auch noch Fehler rausrechnen. Man muss halt nur wissen, dass ich es machen muss. Mir nützt es nichts, wenn der Qualitätsfaktor sehr schlecht ist oder wenn die Werte nicht reproduzierbar sind, dann brauchen Sie nicht weiter ausrichten. Okay. Zweite Sache wäre, wie kann ich den Einfluss von Störfaktoren auf den Ausrichtprozess verändern oder reduzieren? Klar, da ist es natürlich so, wichtig ist erstmal, dass ich in gewisser Weise auch weiß, was ich mache, dass ich also durch Sichtkontrolle sämtliche mechanischen Störgrößen finde, dass ich also, was wir am Anfang hatten, die Probleme mit dem instabilen Fundament, mit den lockeren Aggregaten, die verspannten Kupplungen oder auch extreme Schwingungen, dass ich das erkenne und die Ursachen finde und natürlich beseitige. Das heißt, Sichtkontrolle an der Anlage ist das Erste, was ich mache. Sind die Bedingungen so, wie ich sie benötige? Wenn nicht, muss ich sie entsprechend natürlich realisieren. Und das Zweite ist, dass ich dann die Kippfußmessung an meinem System durchführe. Das Messgerät sagt mir also mit der Kippfußmessung, und das ist so ein bisschen der Irrglaube, nicht nur, ob meine Füße, sage ich mal, planmäßig auf meinem Fundament stehen, also ob die parallel zum Fundament stehen und alle 4 aufsitzen, sondern es sagt mir ein bisschen mehr. Ich kann zum Beispiel auch mit der Kippfußmessung erkennen, ob vielleicht
mein Fundament leicht schräg ist, dass die Maschine gerade steht, aber das Fundament schräg ist, dass ich einen gewissen Winkel zwischen den Füßen habe. Auch das würde ich bei der Kippfußmessung erkennen. Das muss ich natürlich auch beseitigen. Ist nicht ganz so einfach bei so einem Winkelkippfuß. Da muss ich halt hier idealerweise irgendwie keilförmig was unterbauen oder treppenförmig 2, 3 Passplatten hintereinander reinschieben, dass ich das hier so ein bisschen ausgleiche. Das Ideale wäre natürlich, sag ich mal, die Maschine oder den Fuß so zu bearbeiten oder das Fundament so zu bearbeiten, dass das Ganze wieder plan aufsteht. Aber die Kippfußmessung zeigt mir eben auch an, wenn ich allgemein Probleme bei der Aufstellung habe, dass ich zum Beispiel einen sogenannten schwankenden Kippfuß habe, also dass die Oberfläche meiner Konsole, meines Fundaments oder auch meines Fußes zum Beispiel Rost hat, dass Farbe drauf ist oder irgendwie Dreck drauf ist, dass ich also beim Anziehen das nicht wirklich in stabile Position bringen kann. Auch das wird beim Ausrichten Probleme bringen und auch das erkenne ich bereits bei der Kippfußmessung, weil die Kippfußwerte dann nicht optimal sind, beziehungsweise der Smiley mir sagt, das reicht noch nicht aus. Und man erkennt auch bei der Kippfußmessung, ob mein Aggregat beim Lösen der Schrauben überhaupt in seiner Position bleibt oder ob es vielleicht irgendwie durch Kräfte in irgendeine Richtung bewegt wird. Das kann also zum Beispiel sein, dass an der Pumpe eine Rohrleitung oder ein Kabel am Motor, aber auch, dass zum Beispiel die Schrauben vielleicht irgendwo im Anschlag sind, dass sie irgendwo gegenstoßen, meine Maschine wegschieben. Also all solche Sachen, die mechanisch meine Maschine, sage ich mal, zum Ausrichten nicht optimal beeinflussen, kann ich durch die Kippfußmessung wirklich erkennen. Also dass man also sagen kann, die Kippfußmessung, was ich hier nochmal als Screenshot habe, zeigt mir nicht nur an, ob vielleicht ein Fuß zu kurz ist oder ob ein Fuß nicht ob ein Fuß in der Luft hängt, sondern sie zeigt mir insgesamt an, sind mechanische Probleme an der Maschine vorhanden, muss ich die beseitigen. Und erst wenn ich wirklich geschafft habe, diese Kippfußmessung oder diesen Kippfuß zu beseitigen, dass ich die Ursachen gefunden habe und das Ganze korrigiert habe, wenn also alle Werte hier im Rahmen einer gewissen Toleranz sind, die das Smiley hier mir vorgibt, dann kann ich sagen, okay, jetzt habe ich auch mechanisch die Bedingungen, um mein Aggregat richtig zu bewegen, um es festzuziehen und um die Maschine optimal auszurichten. Fassen wir das Ganze mal zusammen. Wir haben also beim Ausrichten mit 2 Fehlerteufeln zu kämpfen. Das ist zum einen optische Fehlerteufel, also durch das Messverfahren, dass ich Licht durch die Luft schicke, habe ich halt Einflüsse, die sich optisch auf den Laserstrahl auswirken. Und wir haben mechanische Fehlerteufel, die halt auf mein Aggregat, auf den Messprozess wirken. Und wir müssen halt gewährleisten, um wirklich genau auszurichten, dass wir einen stabilen Messprozess haben. Dass also der Qualitätsfaktor meiner Messung sehr hoch ist, dass die Messwerte wirklich stabil sind, dass ich reproduzierbar bei jeder Messung das gleiche Ergebnis bekomme. Und wir müssen realisieren, dass wir eine stabile Aufstellung unserer Maschine haben. Das kann ich halt mit der Kippfußmessung überprüfen. Und erst wenn die Kippfußwerte sich im Rahmen einer gewissen Toleranz befinden, das sollte also deutlich unter einem 1/10 Millimeter liegen, erst dann kann ich auch die Maschine optimal ausrichten. Habe ich das alles realisiert, dann kann ich es auch schaffen, meine Maschine auszurichten. Und ich werde relativ schnell den Smiley, der zumindest in Prüftechnikgeräten angezeigt wird, auch als Ergebnis in meinem Ergebnisbildschirm bekommen. Das war es erstmal soweit zum Einfluss von Fehlerteufeln, von Störfaktoren auf meine Ausrichtung, aufgeteilt in den Messprozess und in den Ausrichtprozess. Geben Sie mir die Chance, noch 2, 3 Worte zu den aktuellen Produkten unserer Firma zu geben. Ja, ich weiß, ein bisschen Werbung, aber ich denke mal, viele von Ihnen sind natürlich auch Kunde unseres Unternehmens und denke ich mal auch einen großen Teil sehr zufrieden damit. Wir haben über Ausrichten gesprochen. Sie sehen es hier schon. Das sind so die aktuellen Ausrichtsysteme, die wir aktuell anbieten. Das geht also vom Rotaline Touch, was unser neuestes High-End-Messsystem angeht, bis zu dem normalen Optaline Touch, was auch ein sehr gutes Messsystem, sage ich mal, für viele Aggregate hingeht, bis zu sehr einfachen Lösungen oder auch Lösungen, die jetzt über Tablet oder App funktionieren. Ein weiterer Geschäftsbereich bei uns im Bereich Geometrievermessung ist allgemein Anlagengeometrien vermessen. Auch da haben wir verschiedene Messsysteme, die sich halt über die Vermessung von Geradheit, Ebenheiten, Parallelitäten
die sich damit beschäftigen und dafür auch einsatzfähig sind. Dann gibt es einen Geschäftsbereich bei uns, der sich mit der Offline-Zustandsdiagnose beschäftigt, das heißt Zustandsdiagnose auf Basis von Körperschallmessung oder Schwingungsmessung. Da haben wir sehr einfache Messsysteme, die wirklich nur ein Absolut oder einen Mittelwert der Schwingung anzeigen, bis hin zu sehr professionellen Messsystemen, die auch wirklich komplette Analysen vor Ort realisieren können. Das Ganze gibt es auch nochmal als Online, sage ich mal, Maschinenüberwachung, Zustandsdiagnose. Da gibt es auch wieder, sage ich mal, eine sehr einfache Lösung, die ich out of the box direkt nutzen kann. Das sind also zum Beispiel in dem Bereich 4 Sensoren, die klebe ich einfach an der Maschine, starte die App dazu, das Ganze wird über WLAN verbunden und ich kann meine Maschine im 0,nichts mit Überwachung beginnen. Das Ganze kann ich auch dann online verfolgen. Aber es gibt auch komplexere Überwachungen, dass ich also wirklich nicht nur den Zustand an sich wie ein Fieberthermometer einer Maschine nutze, sondern eben auch genau analysieren kann, dass ich bestimmte Frequenzbereiche überwache, dass ich genau sage, da ist ein Lagerschaden, da wird das Lager überwacht, da sind Getriebeüberwachungen bis hin zu entsprechenden Alarmbändern, das heißt ganz komplexe Anlagenüberwachung. Auch da haben wir entsprechende Lösungen für Sie verfügbar. Dann gibt es Messgeräte, die wir auch in der Instandhaltung, für die Instandhaltung produzieren. Das ist zum einen für die Leckageortung ein Ultraschallmesssystem. Wir haben auch Systeme, die die Schmiermittel analysieren nach Partikeln oder auch Systeme für die induktive Lagererwärmung. Und nicht zuletzt ein kleiner Hinweis, alles, was wir an Messtechnik anbieten, wir sind ja, sag ich mal, Hersteller von Messtechnik, aber wir haben auch ein weltweit sehr großes Dienstleistungsangebot. Speziell bieten wir Ihnen an, die laseroptische Ausrichtung von Maschinen, wenn es vielleicht mal nicht so klappt mit dem vorhandenen Messsystem oder auch wenn es sehr komplexe Anlagen sind, wo man doch lieber die Finger von lässt. Da bieten wir Ihnen an, das als Service durchzuführen. Wir können komplette Turbinen, Lagerschalen vermessen. Wir können Ihnen Ihre Lüfter oder Ventilatoren oder was auch immer entsprechend vor Ort wuchten. Wir können mit unserem weltweit einzigartigen Paraline-Messsystem die Parallelität von Walzen überwachen. Das ist eine ganz interessante Sache. Das System kann also ohne Sichtkontakt eine Walze zur anderen oder zu beliebig vielen Walzen messen, selbst wenn die, sag ich mal, in mehreren Etagen sich befinden, selbst wenn die Walzen sich in anderen Gebäuden befinden, kann ich Walze für Walze mit diesen Paraline messen. Da gibt es weltweit auch keinen anderen, der in der Richtung auch nur vergleichbar irgendwas kann. Dann bieten wir Ihnen an, die Maschinendiagnose, wenn Sie also zum Beispiel mit einem einfachen Schwingungsmessgerät merken, da ist was nicht in Ordnung an der Maschine, können wir Ihnen vor Ort genau sagen, was ist eigentlich nicht in Ordnung, was müssen Sie verändern, damit die Maschine nicht weiter kaputt geht beziehungsweise wieder vernünftig laufen kann. Und wir bieten Ihnen allgemein auch zusätzliche geometrische Vermessungen an, das ist halt Geradheiten oder Ebenheiten oder Fluchtungen und solche Sachen entsprechend von uns überwacht und oder ausgewertet werden und Ihnen entsprechende Hinweise geben. Ja, das war's. Ich habe etwas überzogen. Ich hoffe, Sie haben trotzdem zum großen Teil zugehört. Ich bedanke mich erstmal für die Teilnahme und würde mich jetzt mal auf die Fragen wieder konzentrieren. Jetzt muss ich erstmal sehen, meine Webcam übertragen. So, ich hoffe, Sie sehen mich jetzt wieder. Und jetzt schaue ich mal in diesen Chat rein. Das ist so ein bisschen klein alles, was hier an Fragen aufgetroffen ist. Sie sehen, es sind doch einige Fragen. Die erste Frage. Wie klein ist der minimale, noch sinnvolle Drehwinkel bei der Laserausrichtung? Das ist so, dass die Systeme der Prüftechnik, ich kann mich jetzt wirklich nur mehr auf die, sag ich mal, die Hardware beziehen, die wir jetzt bei unseren Messsystemen haben. Die Prüftechnik-Messsysteme haben ja im Gegensatz zu vielen anderen Messsystemen eben nicht nur 3 Messpunkte auf, sondern während der Drehung hunderte von Messpunkte. Und dadurch können wir also auch bei sehr kleinen Drehwinkeln schon sehr genaue Ergebnisse liefern. Laut Datenblatt oder laut unserer Entwicklung garantieren wir die angegebenen Genauigkeiten ab einem Drehwinkel von 60 Grad. Das heißt also, unsere Systeme zeigen auch bei einem Winkel von weniger als 60 Grad, je nachdem, welches System ich habe, Ergebnisse an. Diese sind allerdings nicht in dem Genauigkeitsbereich, den ich mir vielleicht wünsche. Also ab 60 Grad Drehwinkel garantieren wir Ihnen unter entsprechend richtigen Bedingungen
auch ein sauberes Ergebnis. Ich denke mal, das ist so beantwortet. Ansonsten einfach nochmal reinschreiben. Die zweite Frage wäre, hallo, folgende Frage, wie groß ist der maximale Abstand der Laser? Ja, auch da muss man sagen, das ist ein bisschen abhängig von der Sensorik, die ich verwende. Die Prüftechnik-Messsysteme basieren auf zwei verschiedenen, sag ich mal, Prinzipien. Wir haben zum einen ein Verfahren, das, sag ich mal, so in den einfachen Systemen oder auch in den älteren Systemen angesetzt wird. Da wird ein Laserstrahl über ein Dachkantprisma reflektiert und wieder empfangen. Da haben wir einen maximalen Messabstand von 5 Meter. Bei den neueren Messsystemen, also beim Optaline und beim Rotaline, was so die weltweit meistgenutzten Lasersysteme überhaupt sind, da haben wir einen maximalen Messabstand von 10 Metern. Das Besondere jetzt bei unserer Sensorik im Vergleich zu den oder zu anderen Messverfahren, die mit 2 Laserstrahlen arbeiten, ist, dass das Messergebnis bei nahezu null Entfernung die gleiche Genauigkeit hat wie bei 10 Meter Abstand. Weil wir in unserer Sensorik einen kleinen Trick anwenden. Wir haben praktisch nicht nur eine Empfangsfläche, sondern haben 2 Empfangsflächen, die virtuell mit einem relativ großen Abstand hintereinander stehen. Das machen wir durch ein spezielles optisches Verfahren, durch Linsen und Spiegel in der Sensorik, sodass also auch bei einem ganz kleinen Laserabstand das Ergebnis genauso hoch ist wie bei sehr großem Abstand. Das ist bei anderen Systemen, die ja zum Beispiel mit 2 Laserstrahlen arbeiten, nicht der Fall. Da ist es also, je geringer der Abstand ist, desto, sage ich mal, ungenauer wird das Ergebnis sein, rein mathematisch schon. Ja, also der maximale Abstand bei den aktuellen Systemen wäre 10 Meter und der ist genauso sinnvoll wie ein kleiner Abstand. Das Ergebnis ist genauso genau. Es könnte sein, dass der Laser schneller rausdriftet bei großen Abständen, aber dafür gibt es ja die Messbereichserweiterung, indem Sie einfach dem System sagen, ich will den Messbereich erweitern, dann drehen Sie den Laser wieder in den Empfangsbereich und können weiter messen. Also Sie sind absolut nicht irgendwie gebunden an irgendeine Detektorfläche. Wir können mit unserer, mit diesen patentierten Messbereichserweiterung jeden beliebigen Ausrichtzustand auch aufnehmen und messen. Dann haben wir die Frage, gibt es bezüglich der Lichtbrechung entsprechende Abstandsgrenzen, bis wohin der Laser noch genau arbeitet? Ja, das ist ein bisschen das, was ich schon zur Frage 2 hatte. Also grundsätzlich erkenne ich ja anhand meines Qualitätsfaktors beziehungsweise anhand der Reproduzierbarkeit meiner Messergebnisse, ob ich wirklich einen Einfluss auf mein Ergebnis habe. Ansonsten ist es natürlich klar, je größer der Abstand ist und wenn ich also Störmedien im Laserstrahl habe, wird natürlich die Störung größer sein, je größer der Abstand ist. Aber rein von der technologischen Seite her messen wir bei einem Abstand von 10 cm genauso genau wie bei einem Abstand von 10 Meter. Okay, dann haben wir kalte Luft sind Ihnen negative bei einer heißen Ausrichtung bekannt? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Auch das ist eine Sache, die ich jetzt nicht großartig angesprochen habe. Erstmal muss man natürlich wissen, wenn wir eine Maschine ausrichten, wollen wir den Betriebszustand nachbilden. Wenn ich also eine kalte Maschine ausrichte und die dann wirklich im Betrieb wärmer wird, muss ich das entsprechend in meine Dimensionseingabe einfließen lassen. Das heißt, ich muss die Werte für das thermische Wachstum bei einer Kaltausrichtung berücksichtigen. Da gibt es, wenn ich es habe, halt gewisse Vorgaben oder thermische Wachstumsangaben, die ich im Gerät hinterlegen kann und die dann auch gegengerechnet werden. Ansonsten ist mir jetzt nicht bekannt, dass ich bei einer heißen oder bei einer warmen Maschine Probleme einschleichen beim Ausrichten. Wenn also das Medium, die Luft allgemein die gleiche Temperatur hat, ist auch der Einfluss relativ gering. Wobei man sagen muss, die neueren Systeme von der Prüftechnik rechnen eben auch schon sehr viele Fehler weg, sodass ich nicht weiß, wie das sein wird, wenn ich zum Beispiel ein Messsystem habe, was jetzt nur in 3 einzelnen Punkten arbeitet. Also muss ich leider sagen, mir ist jetzt nicht bekannt, dass bei der Heißausrichtung das grundsätzlich ein Problem geben kann. Sicherlich ist das von Fall zu Fall verschieden, aber im Allgemeinen sollte ich auch da ein ordentliches Ergebnis kriegen. Wenn ich halt den Messmodus auf Mehrpunktmessung setzen, sehr viele Messpunkte nehmen, sehr großen Drehwinkel und schauen, wie die Ergebnisse reproduzierbar sind. Dann haben wir die Frage, welche Messabweichung
kann es kommen bei Fremdlichteinfluss? Das ist schwer in Zahlen zu fassen. Das Fremdlicht an sich würde halt auf dem Detektor einen falschen Messwert erzeugen, sodass wir also im Ergebnis auch ein falsches Ergebnis angezeigt bekommen. Wenn die Werte oder wenn ich Fremdlicht habe, erkennt das in der Regel, zumindest bei neueren Systemen, die Sensorik, Prüftechnik-Sensorik zumindest, und ich würde keine absolut saubere Ellipse im Detektor abbilden bei einer Drehung der Sensoriken. Aber in welcher Größe diese Abweichung ist, das ist sicherlich abhängig davon, wie viel Fremdlicht ich habe, mit welcher Stärke und in welchem Winkel ich da in meine Sensorik reinstrahle. Also da muss man wirklich aufpassen. Schlimmstenfalls kann man ja das Ganze abschotten. Ich habe es schon gesehen im Freien, dass Kunden von mir mit dem Schirm, mit dem Sonnenschirm oder mit dem Regenschirm entsprechend die Sensorik abgeschottet haben, dass eben nicht gerade das tiefstehende Sonnenlicht direkt in den Sensor strahlt. Wie kann man Kippfuß bei elastischen Auflagen vermeiden? Ja, das ist auch ein sehr guter Aspekt, den man betrachten muss. Ich kann bei elastischer, sage ich mal, Aufstellung meiner Maschine diesen Kippfuß nicht, sage ich mal, direkt vermeiden. Allerdings sollte bei einer elastischen Aufstellung die Maschine beim Anziehen an allen Positionen mehr oder weniger gleich nach oben gehen. Also, dass also ich diese Sachen berücksichtigen kann. Ich kann es natürlich auch während des Ausrichtvorganges im Live-Bildschirm sehen, dass sich beim Anziehen die Maschine noch in diese Richtung bewegt an den einzelnen Positionen und entsprechend während der Live-Ausrichtung ja meine Korrekturen anpassen kann. Ja, aber das kann ein Problem werden, wenn ich wirklich eine sehr elastische Aufstellung habe, dass ich da doch ganz schön lange rumarbeiten muss, um wirklich zum Ergebnis zu kommen. Aber dafür ist halt dieser Live-Modus sehr gut, der mir gleichzeitig die nicht nur die seitliche Bewegung, sondern auch die Höhenbewegung meiner Maschine anzeigt. Kann man bei der Kippfußmessung die Anzahl der Füße einstellen? Das kann ich machen, zumindest bei den, sage ich mal, professionellen Systemen, dem Optaline und dem Rotaline. Ich kann also bei mir in den Dimensionsbildschirm angeben, ob ich meine Maschine, sage ich mal, klassischerweise mit 4 Füßen habe. Aber auch wenn ich 6 Fußmaschinen habe oder wenn ich mehr Füße habe, kann ich die entsprechend mit dem Gerät messen. Frage zur Kippfußmessung. Anzugsmomente der Fußschrauben entscheidend? Theoretisch nein. Das heißt also, wenn ich wirklich eine saubere Aufstellung meiner Maschine habe, wenn ich alle 4 Füße plan auf meinem Fundament stehen, ist es halt so, wenn die Fußschrauben angezogen sind, irgendwann berührt sich der Fuß mit dem Fundament, das ist egal, wie viel ich das Ganze anziehe. Das heißt, der steht plan auf und auch beim Lösen wird er sich nicht bewegen. Allerdings ist es natürlich so, bei vielen Anlagen habe ich ja auch Vorgaben, mit welchem Drehmoment ich die Maschine anziehen muss. Aber das sollte keinen Einfluss mehr auf den Kippfuß haben. Wenn die Maschine erstmal stabil steht, steht die stabil und da wird sie auch nicht weiter sich senken, wenn ich entsprechende Kraft auf die Schrauben gebe. Oh je, jetzt habe ich eine Frage, wo ich absolut überfordert bin. Die Maschinenschutzsysteme API 670 kann ich absolut nicht zu sagen. Das habe ich noch nie was von gehört. Und wer da wirklich in der Frage weiteres Interesse hat, mir einfach kurz nochmal eine E-Mail schreiben. Ich kann das gerne, nachschauen und die entsprechende Antwort Ihnen geben. Okay. Das waren jetzt die Fragen, die mir aufgeschrieben wurden von meinem Kollegen. Ich bin erstmal so weit durch mit meinem Teil. Wenn jetzt noch Fragen sind, gerne auch per E-Mail. Sie können mich nach wie vor erreichen. Meine Kontaktdaten sind ja in der Präsentation vorhanden gewesen oder schreiben Sie an die Prüftechnik. Das heißt, im Nachgang können wir diese Fragen auch beantworten. Genau. Jetzt natürlich auch, wer sich weiter in das Thema ausrichten, sage ich mal, einfuchsen will, wer auch praktisch ein bisschen Übungen will und so weiter. Wir bieten zu allen Messsystemen aus unserem Hause, nicht nur zu Ausrichtsystemen, auch zu Schwingungsmesssystemen, in unserem Schulungscenter in Ismaning umfangreiche Lehrgänge, die über mehrere Tage gehen, wo man also auch wirklich jeden praktischen Anwendungsfall entsprechend durchspielen kann. Das war es von meiner Seite. Ich danke Ihnen erstmal und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Wiederhören.
Okay, Marco, vielen Dank. Dann würde ich noch mal ganz kurz übernehmen. Wir haben jetzt etwas überzogen, aber es kam auch eine ganze Reihe an Fragen rein. In dem Zusammenhang möchte ich sagen, wir haben noch ein paar Fragen mehr auf Lager, die wir im Nachgang gerne mit Ihnen einzeln besprechen werden. Ich habe Ihre Unterlagen hier oder Ihre Fragen gespeichert. Wir werden da auf Sie zukommen. Es kam jetzt auch schon einige Male die Frage, ob wir das Webinar in irgendeiner Form zur Verfügung stellen. Ja, wir planen das auf unserer Homepage bereitzustellen. Also bitte schauen Sie da gerne mal rein, wenn Sie sagen, Sie möchten da noch weitere Informationen. Ganz generell hoffen wir, dass wir mit unserer Webinar-Serie Ihr Interesse geweckt haben, sich vertieft mit den verschiedenen Themen zu beschäftigen. Und ich möchte jetzt nochmal die Gelegenheit nutzen, Sie auf unsere kommenden Webinare als auch Seminare vor Ort hinzuweisen, die Sie alle auf unserer Homepage finden, die es dann natürlich online als auch wieder vor Ort in unserem Headquarter in Ismaning geben wird, hoffentlich in naher Zukunft. Fragen können Sie uns telefonisch erreichen oder gerne per E-Mail unter salessupport@prüftechnik.com. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wir hören uns gerne im nächsten Webinar. Vielen Dank. Dankeschön. Wiederhören.